haben wir noch einige Trailer. Jetzt reinschauen. Oh. Nee, das ist nicht der Trailer. Okay, das ist jetzt der Netflix-Trailer. Haben wir einen Overview zu den ganzen Netflix-Games. Auch wenn die jetzt. Aber nicht das, was ich wollte. Denn das Thumbnail war jetzt sehr irreführend. Denn ich habe nicht den Text gelegt. Ich habe nur auf Thumbnail reagiert und draufgeklickt. Es gibt sehr geile Games bei Netflix und sehr, ja, fragwürdige. Und ich wollte eigentlich den Trailer zu dem Mario City Spiel sehen, was da gerade zu sehen war. Hello Kitty, Happiness Parade. Er hat jemand gegen den Ei geschlagen, habt ihr das gehört? Manche Sachen, die ich jetzt aufgemacht habe, habe ich selber noch gar nicht gesehen. So wie das. Super Source. So sorry. Wie gesagt, es wurden super viele Aufbau-Farming-Sachen auch vorgestellt. Also super viele. Mehr als eine Handvoll. Da war ein Panda. Das sind Waschbären und Panda. Oh, guck mal, Arschloch-Pinguine. Oder war Surferboy Otto Jörg? Triceratops. Bauen einen Triceratops. Man kann da Fragmente von Triceratopsen finden und dann kann man einfach hier Triceratops nachbauen. Cool. Ich muss kurz mal hier mein eigenes Voice aus meinen eigenen Ohren ziehen. Moment. So, Triceratops. Pinguine. Serena, hallo. Boah, Dinos. Die Dinos werden einfach die anderen Tiere alle wegfressen. Super Zoo-Story. Mit einem Toucan. Wishlist on Steam Now. Ja, wie gesagt, viele süße. Hier ist Surferboy Edu. Der P. Es gibt nichts mit P. Pirat. Edu der Pirat. Ja, aber du hast ja auch normale Tiere, nicht nur Dinosaurier. Die sind ein bisschen, habt ihr die gesehen, hier auf den Stelzen, die war ein bisschen gruselig. Oh, alter Schwede, was ist denn hier passiert? Alter, der Clown ist ja einfach die heftigste, gruseligste Gestalt seit Jahrzehnten. Gut, wir haben einen gruseligen Clown gesehen. Ich glaube, es reicht für diesen Trailer. Ich glaube, das kann ganz süß werden. Oder es sieht auf jeden Fall super süß aus. Ja, Pennywise war sehr niedlich gegen den Clown da gewesen. Alter Schwede, muss ihn nicht haben, so ein Clown. Nur ein Trailer gibt in die Richtung. Wir haben auch noch Wanderlost. Ein bisschen Gameplay-Gedöns, wo auch fleißig abgebaut, gebaut, bebaut und getötet wird. Was auch sehr schön ist, ist eine realistische Menge Fleisch aus einem Tier zu kloppen. Und wer denkt sich schon, hey, ich habe gerade ein Reh getötet, ein Steak. Mehr nehme ich nicht, den Rest lasse ich liegen. Nein, du nimmst natürlich alles mit. Die Weiterverarbeitung. Und dann wird es wild. Anscheinend ist hier auch wieder einiges im Magen in der Welt. Oh, das ist richtig der crazy Open. Der Bart swingt. Und meine Einstellung wieder auf 1,5? Nee. Sorry, ich gucke immer Videos in 1,5-facher Geschwindigkeit. Einfach irgendwelche lila Waldzombies abstechen. Auch das fand ich sehr cool. Die Animation, die man Feuer macht. So kleine, dusselige Minigames. Boah, Bär! Kroko! Ja. Wanderlust.
auch soon. Pre-Alpha hinter dem Trailer-Bild zu sehen, man weiß es nicht. Ja, und Rio, dann ist das so. Steak! Steak! Ich mag Steak voll gerne. Der Vogel, der hat richtig Bock, oder? Also dem geht, der ist Boss. Ich glaube, eigentlich hat er gar nichts zu sagen, der Vogel ist Chef. So wie Ratatouille, nur dass der Vogel den Dude sagt, was er zu tun hat. Ja, bei Epic gibt es Mini da kostenlos. Haben die eben in der Präsi verkündet. Ich weiß auch nicht. Das Einzige, was hier extrem ist, seid ihr extrem gut aussehend. Aber militant gut aussehen? Nee, ne? Das klingt doch so negativ. Lust auf Mac and Cheese? Nee, danke. So. Nächster Trailer lief, glaube ich, auch. Oder gab es ein Alpha-Beta-Dings? Nein, hier ist niemand hässlich. Void Train. Gab's, glaube ich, auch schon Gameplay zu sehen. Ist ein bisschen wie Raft, nur mit einem Zug. Und der Pistole. While traveling through the void in solo or online co-op with up to 4 players. Now with a larger variety of islands, enhanced weapon system, new dangers, puzzles. Das ist was, wo ich das glaube ich auch sehe. Was Aufbau, Crafting und Survival angeht. Im Vergleich zu den 2D-Sachen eben. Hat das auch ein ziemlich cooler Move mit der Waffe. Und das war eine richtig hässliche Robbe einfach. Was zum. Ist er gerade, hat er sich gerade die. Hat er quasi. Also der Blobberfisch hat gerade echt nach Raft geschrien. Der Stil ist auch ganz cool. Void Train is coming to Steam October 2022. Currently available on the Epic Game Store. Hört den Trailer zu. Nee, habe ich nicht draufgeklickt, glaube ich. Also, Void Train sieht absolut nice aus. Als nächstes haben wir Gungrave. Keine Ahnung. Ich habe aufgeklickt, weil da stand. Ich habe gerade Feeling vom Bayonetta in männlich. Du bist ein Anime? Ja, nice. Kommt mir bekannt vor. Das Logo kommt mir bekannt vor. Im Herbst. Konsolen stehen hier aber nur. Aber wenn Xbox ist, ist es meistens auch PC. Heißt, sie hätten Bayonetta und Dante ein Kind bekommen. Ja, schon. In die Richtung habe ich das auch gefühlt. Beauty Badass. Dankeschön. Das sowas sehe ich gerne, wenn ich. Oh, danke! Oh! Der Trailer, oh! Hört gar nicht auf mich. Ja. Und uns alle hier als Beauties zu bezeichnen. Schön. Nee. Nice. Sieht cool und lustig aus. Glaube ich, geiles Actionvergnügen, was man sich so durchziehen kann. Und weil wir gerade bei Gore waren, machen wir einfach mit Gore weiter. Aber in anders.
Ich entschuldige mich dafür, dass es sehr wild wird jetzt. Da ist eine Katze. Auf einem Hoverboard. Und es tötet Einhörner. Die gute Katze Gaui. Tony Hawk sind nicht solche Sachen passiert, wie wir hier gerade zu sehen bekommen, welche wir nicht genauer analysieren können, denn es explodieren hier einfach Einhörner und werden zerstückelt. Geil einfach. Das ist das Jahr der Katzenspiele. Erst Trey und Gory. Der Song ist ja geil. Ob der irgendwie weitergeht? Ja. Cuddly Carnage mit Gory. Ich freue mich. Wird gut, glaube ich. Nächster Trailer ist kein Game. Ist nämlich was sehr kurzes. Weil es sehr schnell geht. Whoa, Sorry, Big. Sorry, Froggy. Can't chat. Gotta go help our friends. No problem, Sonic. Tut mir leid, weil Schallmauer. I'm good and powerful apparently. Jealous. Ja. Sonic Prime Season 1 auf Netflix dieses Jahr irgendwann. Mal schauen wann. Bin ich auf jeden Fall habe ich Bock drauf. Genauso wie auf den zweiten Sonic Film. Mal gucken, wann der irgendwo im Streaming reinrutscht. Ein neues. Oh, das ist ein anderer Trailer, wie ich gesehen habe, glaube ich. Oh, nee. Genau, es geht anscheinend weiter in der Telltale-Serie. Reihe ist kalt geworden. Will be driven by the fans. Genau, das war das Interessante und Merkwürdige an diesem Spiel. Man sieht oben in der Ecke, da oben, da ist ein Logo. Ein F für Respekt. Fürs Respektbuch. Dieses Spiel, haben wir eben gelesen, wird mit Gefahren von der Community. Englische Übersetzung on the point today. Dieses Spiel hat eine Facebook Gaming Integration. The Walking Dead Last Mile hat eine Facebook Gaming Integration. Facebook Gaming ist in den USA sehr, sehr groß. Tatsache ist es in den USA sehr groß. Ich glaube, in Deutschland wird sich das Ganze nicht etablieren. Open the gate. Hat es in den letzten 3 Jahren nicht geschafft. Someone, get the dog. I've got a wounded man. Nee, ich glaube, du bist schon. Also, Amerika ist jetzt nicht so. Nicht so das Land, wo man irgendwie. Amerika ist dann nicht so. Nee, Kanada. Komm, Kanada. Oder da, hier. A massively interactive live event am 24.07. Facebook Gaming and Facebook Watch Exclusive. Ich weiß nicht mal, was Facebook Watch ist. Was ist das? Haben wir hier das nächste Aufbauspiel in dieser Trailer-Anhäufung des heutigen Abends? Es handelt sich um Dinkung und
knuddelige kleine Figürchen und Krokodilchen und riesige Super-Wombats, die du dir im Garten und in deinem Gehege halten kannst. Jeder hätte gerne auf diesem Planeten riesige Kuschel-Wombats, die so groß sind wie ein Grizzly-Bär, aber viel netter. Oder wie seht ihr das? Weiß gar nicht, war das mit einem Multiplayer? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall. Das nächste nuddelige, ja, hat Multiplayer. Das sieht auch eher aus in der Richtung, die ich spielen würde, einfach weil es 3D ist. Irgendwie habe ich es mit diesen 2D-Farming-Aufbausammelsachen nicht so. Valheim geht auch wieder. Und Rising auch so vom Stil. Das ist auch okay. Ist halt cool auch, dass man gemeinsam dann Minecraft-mäßig unterwegs sein kann. Ist glaube ich auch ganz cozy, Dinkum. Kann man wahrscheinlich auch einige Stunden und sehr viel Zeit mit Wombats dran drin verbringen und nicht ins Mikrofon rülpsen, volle Kanne. Weiter geht's zum nächsten Cozy Game. Ich habe sehr viel kuschelige Sachen rausgesucht, nachdem wir vom Anfang so viel Gore hatten. Aber da kommen wir auch wieder hin. Bei einem späteren Zeitpunkt. Coral Island, exklusiv Early Access Release Day Trailer. Das ist doch bestimmt auch. Da fühle ich mich jetzt wieder nicht so sehr drin. Vom Stil her. Alleine, weil dieses Pferd aussieht wie aus Rapunzel. Dieses Pferd in Rapunzel war so saugruselig. Ich will kein Spiel spielen, in dem dieses Pferd vorhanden ist. Danke. Und es hat so ein bisschen diesen Barbie-Stil. Weiß nicht, irgendwie fühlt sich auch dieser fette Korgi hier. Tut mir ein bisschen leid. Das. Ein bisschen. Ja, weiß ich nicht. Muss der so fett sein? Aber ich glaube, das Ding ist auch für viele Leute so. Oh, der ist cool. Aber er braucht auch ganz dringend Hilfe. So sehe ich übrigens aus, wenn ich dem Pferd begegne. Wie hier Mr. Blobber. Was ist hier eigentlich? Eine Pufferfisch isn't here to do anything destructive. Okay, was ist das denn hier für ein Aufstand? Hier, da zeigen es dir auch voll gruselig. Direkt Albträume. So, wann gibt's denn den Early Access? Ab Oktober, den 11. Oktober geht Coral Island in den Early Access mit glücklichen Schweinchen im Meer. Es gibt ja wirklich einen Strand, wo Schweinchen chillen, ne? Ja, Mallorca. Nein, das sind deutsche Urlauber, keine Schweinchen. Ich habe noch Choo-Choo Charles für uns. Choo-Choo Charles. Wir haben dazu schon mal was gesehen. Es ist ein... Choo-Choo Charles. Wenn Thomas richtig Bock auf Stress mit dir hat. Upgraded over time and then use it to fight an evil spider train named Charles. Einfach so. Ein evil spider train Charles. Wer denkt sich denn sowas aus? If you pump enough blood into his face, that'll probably encourage him to run off and find something else to eat. Naja, you have one goal above all else, and that's durch Thomas die Lokomotive und all diesen Memes ist das wahrscheinlich entstanden. To do that, you'll need to explore the open world, looting abandoned areas and completing missions for the locals to gain powerful new weapons and scraps that you can use to upgrade your da leben noch Leute auf der Insel? You'll need to leave the relative safety of your train and venture out on foot. Wir hätten eigentlich die Gleise so verlegt. Waren die besoffen? Habt ihr das gesehen? Guckt euch mal an da vorne. Hier.
Wer macht denn sowas? So sieht das aus, wenn so irgendwelche Besoffenen eine Mauer ziehen, aber... Alter, wer baut denn so leise? Das geht doch nicht. Kannst du doch nicht machen. Out on foot. Ganz einfach wie zu Thomas modden wahrscheinlich. This is where things get really dangerous, with Charles constantly roaming around looking for his next meal, and camps of shotgun-wielding cultists looking for someone to feed to him. Was? Es gibt Kultisten, die einen Charles opfern wollen? Was hat er erzählt? Es ist ein Mann-Team, also ein Mann-Mann, der das macht. Ein Mensch-Team. After collecting three heavily guarded gems from abandoned mines around the island, you'll place the gems on one of the shrines, angering Charles and drawing him to your location. Ah, da war ein okkulter Okkultist. Ey, wenn du jetzt da rausläufst und einfach diesen Zombie-Dings in die Hände läufst. Ey, hat er so eine Maske auf? Haben die so Kultmasken? Oh ja, die haben so Kultmasken. Wäh. Best be careful out there, because it might be unwise to wander too far from your train. If you do encounter Charles while you're roaming around, it doesn't matter what you do now, because you have truly angered the beast, and you'll either escape with your life or see it flash before your eyes. Da war ein Floh, mein Gott! Nein! Ey, das ist so unheimlich. If it sounds like something for you, be sure to follow and wishlist Choo Choo Charles on Steam. I'd greatly appreciate it. It really does mean a lot.